ohne Vorerfahrung seine eigene Social Media Agentur aufbauen und einfach so starten, oder muss man da irgendwie Qualifizierungen schon mitbringen? Ja, kann man. Und da möchte ich gerne eine gute Gegenfrage stellen, und zwar: Wann hast du das letzte Mal etwas ohne Vorerfahrung gestartet in deinem Leben? Und beginnend tust du das, indem du das erste Mal ohne Vorerfahrung auf die Welt gekommen bist, das erste Mal ohne Vorerfahrung gegessen hast, getrunken hast, auf Toilette gegangen bist, laufen gelernt hast, sprechen gelernt hast, Messer und Gabel halten gelernt hast und so vieles mehr. Unsere Welt baut darauf auf, dass wir Menschen unwissend und unbedarft auf die Welt kommen und permanent von Menschen, die bereits schon länger auf dieser Welt sind, Erfahrungen und Wissen mitgeteilt bekommen. Es fängt an mit deinen Eltern und deiner Familie. Es geht weiter mit der Kinderkrippe. Dann geht es weiter mit dem Kindergarten. Dann kommst du in die Schule. Auf einmal lernst du Englisch und Rechnen und Geografie und Sport und was noch so dazu kommt. Dann fängst du ein eigenes Hobby an und lernst dort was ganz Neues. Plötzlich gehst du aufs Gymnasium, die Realschule, die Hauptschule, ganz egal was. Im Anschluss gehst du arbeiten, machst deine Ausbildung, gehst studieren, bereist die Welt, irgendwas. Und alles, was du anfängst, fängt ohne Vorerfahrung an. Und genauso kann man auch dieses Geschäft ohne Vorerfahrung starten. Vor allem, weil wir es extra für Menschen gemacht haben, die, egal wie alt sie sind, mindestens 18 bitte, sonst bist du nicht geschäftsfähig in Deutschland, und egal welchen Beruf sie gemacht haben, welcher Ethik sie entsprechen, aus welchem Land sie kommen, welche Sprache sie sprechen, Deutschkenntnisse sollten bitte vorhanden sein natürlich, und wie viel Geld sie haben, wie viel sie Vorerfahrungen gesammelt haben oder nicht, wie viele gute oder schlechte Erfahrungen sie irgendwo in irgendwas gemacht haben. Wir holen jeden von Anfang an ab und bringen ihn an den Punkt, dass er sich damit seine Träume, Wünsche und Ziele erfüllen kann, vorausgesetzt, er ist auch bereit, das umzusetzen, was wir ihm sagen, und sich selbst nicht aufzugeben. Denn wir sind keine Magier, keine Zauberer, wir machen keine Versprechen, es ist kein Schnellwerdereichssystem, sondern ein ernsthaftes, seriöses, professionelles Business, was dir all das geben kann, von dem du bisher nur träumst oder auf Instagram siehst. Und das Leben ist permanente Wissensweitergabe. Die Menschen haben deshalb angefangen, irgendwann, neben dem Sprechen, zum Beispiel, in Hieroglyphen zu schreiben, auf Papyrus irgendwann, nachdem sie auf Wänden geschrieben haben. Dann kam irgendwann der Buchdruck, es kamen Fotos, Videos, Audiofrequenzen und das Internet. Und die Wissensweitergabe wird immer schneller. Und deshalb werden wir Menschen auch immer schneller, immer weiter, immer reifer, immer weiser, weil die das Wissen viel, viel schneller mittlerweile weitergegeben wird, weil es mehr Quellen gibt. Und das ist auch die Gefahr dahinter, für jemanden ohne Erfahrung, sich genau in dieser Menge an Wissen und Informationen zu verlieren, weshalb es so wichtig ist, dass es Menschen wie uns gibt, und auch viele andere da draußen, die Weiterbildungen, Coachings, Mentorings, Kurse zu speziellen Themen anbieten, um komprimiert das nötigste Wissen, um zu einem bestimmten Erfolg zu kommen, in eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, in einen roten Faden zu packen, dem jeder folgen kann, um im Endeffekt nachher, nach Schema F, bei einem bestimmten Ergebnis rauszukommen, wo man jetzt Erfahrung hat und jetzt auf diese Erfahrung ganz alleine weitermachen kann. Und deshalb, ja, du kannst eine Social Media Agentur auch ohne Vorerfahrung starten. Und ich empfehle es dir auch. Wenn du jetzt spürst, dass du in deinem Leben etwas verändern möchtest und dich vor allem die Neugierde packt, konkret zu erfahren, wie deine eigene Social Media Agentur dir dabei helfen kann, aus dem Hamsterrad auszubrechen, dir nebenbei etwas dazu zu verdienen und dein Leben zu transformieren, sowohl im Innen als auch im Außen, und vor allem deinen Kontostand ein bisschen zu füllen, mehr Freiheit zu haben, dann haben wir dazu eine 90-minütige Präsentation, die du dir kostenlos ansehen kannst, indem du ganz unten den Link klickst und dir einen Termin aussuchst. Das ist eine Aufzeichnung, wo wir über 100 Menschen vorgestellt haben, wie dieses Geschäftsmodell funktioniert, die du dir sofort gratis ansehen kannst, um unseren konkreten 3-Schritte-Fahrplan mitzubekommen, inklusive aller Hintergründe und einer Fragen- und Antwortrunde von den Teilnehmern, die live dabei waren, um dir das bestmögliche Spektrum mitzugeben und auch einen Fahrplan und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie das Ganze auch für dich funktionieren kann. In diesem Sinne freue ich mich darauf, dich einladen zu dürfen. Klick hier unten auf den Link drauf und sei dabei, wenn du merkst, dass du hier und jetzt für dich wirklich was tun möchtest. Weil ansonsten würdest du dieses Video höchstwahrscheinlich nicht bis zu diesem Punkt gucken. In diesem Sinne, wir sehen uns dann im Live-Training. Dein Nick. Ciao. Jetzt mal ganz easy. Also ich fand das Event sehr interessant. Es war jetzt wirklich nicht wirklich viel neuer Input für mich. Ich bin da ein bisschen länger schon dabei. Aber ich fand es wirklich interessant, wieder immer wieder mal quasi so die wirklich essentiell wichtigen Impulse quasi mitzubekommen, Ideen und einfach Inspiration mitzubekommen. Einfach nochmal als Bestätigung für mich, dass ich auf dem richtigen Weg bin.
und ich halt einfach neue Energie bekomme quasi für das Ganze. Und ja, also ich kann es wirklich jedem empfehlen, auf die Events zu kommen, egal in welcher Form, auf Mastermind, auf jetzt hier so ein Community-Event oder allgemein einfach Zeit verbringen mit den Jungs, mit der Community, das ist mega geil. Und zusätzlich habe ich jetzt eben hier noch den 25K-Award bekommen. Ja, coole Sache, sorry. Coole Sache und er hat mich mega gefreut. Einfach als Zeichen dafür, ihr könnt durch, zieht einfach durch und ihr könnt alles schaffen. So.